Wenn du gerne klettern gehst, dann kennst du dieses Problem bestimmt. Man geht in die Halle oder an den Fels und das Seil muss in den Rucksack und das ganze Equipment und das geht sich meistens irgendwie nicht schön aus. Außerdem hat man gerne einen Seilsack, damit das Seil nicht dreckig wird. Tja, und Petzl hat sich da jetzt was einfallen lassen, damit du in Zukunft sowohl Seil als auch dein Equipment in einem Rucksack verstauen kannst und dann komfortabel an den Fels kannst. Hallo, mein Name ist Sebastian von der Alpenakademie, deinem Bergsportratgeber, Touren- und Tippskanal. Und heute schauen wir uns diesen Kollegen hier an, nämlich den Petzl Cliff. Letztes Jahr rausgekommen, wollte Petzl den perfekten Hybriden erschaffen zwischen Seilsack und klassischem Kletterrucksack. Ob ihnen das gelungen ist, ja, das müssen wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Der Petzl Cliff ist kein ganz besonderer Rucksack, sondern eigentlich relativ schlicht. Wenn man sich anschaut, an der Vorderseite findet man nicht sehr viel Details, nämlich eigentlich nichts. Es gibt keine Befestigungen oder ähnliches. Lediglich gibt es oben ein kleines Fach zum Verstauen von Kleinkram, also beispielsweise den Schlüssel oder das Handy. Wenn wir den Rucksack umdrehen, dann finden wir hier hinten eine interessante Konstruktionsweise. Nämlich hier haben wir die Schulterschlaufen mit einem Brustgurt. Die können wir so zur Seite klappen. Und dann haben wir hier eine Öffnung für das Hauptfach, sag ich mal. So, und dieses Hauptfach kann man dann per Reißverschluss aufmachen und schon ist man drin im Rucksack. Der Rucksack innen ist genauso wie außen aus Polyester gefertigt. Das heißt, hier kommt weder Stoff noch irgendein anderes hartes Material zum Einsatz. Das heißt, wasserdicht ist der Rucksack so nicht. Von innen, jetzt ist der Seilsack übrigens heraußen. Von innen schaut er auch relativ schlicht aus, hat keine Funktionen, keine Schlaufen, nichts zum Anbinden, sondern er ist wirklich nur darauf ausgelegt, dass man das Material irgendwo verstauen kann. Sein größter Pluspunkt ist sein Gewicht. Denn dadurch, dass er keine Features oder irgendwelche anderen Taschenfunktionen oder sonst was hat, ist er mit 770 Gramm der leichteste aller Kletterrucksäcke. Warum das jetzt kein Kletterrucksack ist, dazu kommen wir gleich. Aber mit dem Gewicht ist er natürlich super angenehm, denn wenn ich schon einen sehr schweren Inhalt habe, dann möchte ich nicht auch, dass der Rucksack dann noch schwer ist. Ja, und wie man den Rucksack verschließt, das ist eine Sache für sich. Denn Petzl hat sich hier überlegt, man könnte dieses Hauptfach ja quasi mit zwei Flügeln ausgestattet per Reißverschluss schließen und dann mit einem Aluhaken so fixieren. Damit bleibt er klein und kompakt. Und das war es eigentlich auch schon mit den Funktionen. Eine Tasche und ein sehr spezieller Verschluss. Aber was kann der Petzl denn jetzt tatsächlich? Petzl wirbt beim Rucksack damit, dass ein 100 Meter Seil plus Kletterausrüstung reinpasst. Warum ich nicht dieser Meinung bin, das schauen wir uns jetzt an. Denn jetzt gerade ist der Rucksack leer und er schaut von innen sehr geräumig aus. Aber fangen wir doch mal an, den Petzl Cliff zu befüllen. Fangen wir mit dem größten Teil an, nämlich dem Seilsack. Der kommt beim Petzl Cliff nämlich gleich mit dazu und ist innen befestigt. Ganz wichtiger Punkt, man kann den Seilsack von Petzl auch innen fixieren. Das bedeutet, dass er nicht im Rucksack hin und her fliegt. Und man kann theoretisch das ganze Equipment auf den Seilsack draufpacken, das Equipment rausholen, die Flügel des Seilsacks rausklappen und dann kann man das Seil im Rucksack lassen, während man es ausgibt oder einzieht. Das ist natürlich praktisch, weil ich dann nicht verschiedene Gegenstände einzeln herumliegen habe und dadurch, dass der Rucksack selbst sehr leicht ist, kann er auch durch den Wind zum Beispiel beim Fels nicht verloren gehen. Und jetzt ist ein in dem Fall 50 Meter langes Seil mit dem Seilsack im Rucksack und plötzlich sieht man, er ist schon relativ voll. Also er ist zwar noch nicht am Ende angekommen, aber recht viel passt nicht mehr rein. Und was gehört jetzt an einem guten Klettertag noch alles rein? Klar, erstmal die Schuhe. Bei den Schuhen nichts Besonderes, sondern einfach die klassischen Scarpa Booster. Die packen wir auch mal auch so rein. Ein durchschnittlicher Klettergurt von Black Diamond muss natürlich auch rein. Ein bisschen Chalk-Ersatz von Black Diamond, falls man Gefahr läuft, keins mehr zu haben. Unser E9 Chalkback. Von Black Roll ein Stretchband fürs Warm-up. Ein Sicherungsgerät der Petzl Grigri. Und eine Sicherungsbrille, weil man zu faul ist zum Raufschauen. Das ist der klassische Inhalt für einen Tag in der Halle. So,
Und jetzt machen wir den Rucksack mal zu. Jetzt ist es schon etwas schwerer, denn jetzt müssen wir den Rucksack tatsächlich ein bisschen zusammendrücken. Aber er geht ganz gemütlich zu und lässt sich auch vernünftig einhaken. Man kann das Band am Haken verstellen, damit er nicht zu sehr gequetscht wird. Fertig ist er gepackt, der Petzl Cliff. Das ist jetzt die Ausrüstung für eine Person mit 50 Meter Seil für einen Tag in der Halle. Aber er ist schon ziemlich voll. So, und jetzt kommt der Tag am Fels. Am Fels ist eigentlich ja nichts anders, denn am Fels sieht man, dass diese Ausrüstung ja trotzdem mit muss. Aber es kommt noch viel mehr dazu. Nämlich Expressschlingen zum Beispiel. In dem Fall haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10 an der Zahl. Das ist eine Anzahl, die man durchaus mal brauchen kann in manchen Klettereien. Rein in den Rucksack. Aber wir sind ja immer noch nicht fertig. Denn der ganze Kleinkram, der muss ja auch noch rein. Nämlich Keile, Bandschlingen, eine Karabiner, ein Tuber zum Abseilen, Rebschnur, auch rein in den Rucksack. So, und jetzt ist die Ausrüstung für den Fels eigentlich komplett. Aber viele Leute brauchen natürlich auch noch was zu trinken mit. Denn klar, die Trinkflasche muss ja irgendwo hin. Und zwar muss sie in diesem Fall in den Rucksack. Denn Trinkfächer oder Flaschenfächer an der Seite hat er keine. Also rein in den Rucksack. So, und jetzt ist er fertig. Aber wenn wir jetzt versuchen, den Rucksack vernünftig zu schließen, wird es schon richtig eng. So, aber er geht auf jeden Fall noch zu. Also was haben wir jetzt drin? Die gesamte Ausrüstung für einen genialen Tag am Fels. Was ist jetzt eigentlich, wenn deine Freundin oder dein Freund sagt, nein, ich möchte die Ausrüstung nicht selber tragen, wir wollen nur einen Rucksack nehmen. Passt dann eigentlich alles rein? Ich möchte das Ganze hier abkürzen. Wenn du der Meinung bist, dass alles für den Fels für zwei Personen rein soll, dann möchte ich dich jetzt gleich mal abwürgen und sagen, absolut unmöglich. Mit 36 Liter ist dieser Rucksack dann an seine Grenzen angekommen. Vor allen Dingen, wenn dann noch mehr zu trinken rein soll, vielleicht auch so was zu essen, wenn es ein langer Tag wird oder anderer Kleinkram. Dann noch die Schuhe des Partners, der Gurt des Partners und das alles zusammengefasst, das schafft der Rucksack einfach nicht mehr. Aber was ist denn mit der Halle? Geht das? Für die Halle kommen jetzt auch nochmal weitere Schuhe dazu für den Partner und Gurt plus Chalkbag. Mehr braucht der Partner ja dann eigentlich nicht mehr, denn das Sicherungsgerät und die Brille haben wir schon dabei. Und jetzt wird es aber richtig eng, denn die Schuhe brauchen natürlich viel Platz. Und da kommen wir jetzt auch zum großen Negativpunkt des Petzl Cliffs. Der Reißverschluss. Der Reißverschluss hat in den 10 Tagen, in denen ich ihn getestet habe, immer wieder mal Probleme gemacht. Denn natürlich ist die Mechanik des Reißverschlusses nicht darauf ausgelegt, dass man ihn überfüllen kann, den Rucksack. Das bedeutet gleichzeitig, wenn ich zu viel reinpacke und dann mit aller Gewalt den Reißverschluss schließen möchte, dann wird er wahrscheinlich irgendwann kaputt gehen. Und das ist mir tatsächlich in meinem Härtetest passiert. Ich möchte diesen Reißverschluss stabil auf- und zumachen können, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, ob da jetzt zu viel drin ist oder nicht und wie ich mit dem Reißverschluss umgehen muss, damit er nicht kaputt wird. 10-mal hatte ich diesen Rucksack im Einsatz und schon ist der Reißverschluss an seinem Ende angekommen und er ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn man ihn ganz vorsichtig öffnet und schließt, dann spielt er noch mit. Also wirklich mit aller Vorsicht, aber ganz sanft, dann ist er zu. Ist das praktikabel? Nein, natürlich nicht. Mit dem Reißverschluss des Hauptfachs ist mir das, wie gesagt, noch nicht passiert. Aber der Reißverschluss ist exakt derselbe. Es ist nicht der größer dimensionierte, wie es zum Beispiel bei North Face Rucksäcken oder Travel Bags der Fall ist. Die verwenden deutlich dickere, stabilere Reißverschlüsse. Das merkt man vielleicht mit ein paar Gramm im Gewicht, aber es würde sich für die Langlebigkeit auf jeden Fall lohnen. Mit etwas über 40 Euro ist der Rucksack natürlich auch nicht sehr teuer, wenn man ihn mit richtigen Kletterrucksäcken oder ähnlichem vergleicht. Außerdem ist er eigentlich nur ein Seilsack und kein Rucksack. Es ist ein Seilsack, der mit ein bisschen Komfort ausgestattet wurde, damit man ihn auch zu den Cracks oder in die Halle tragen kann. Die Langlebigkeit vom Petzl Cliff kann ich damit also nicht wirklich vorhersagen, aber ich würde sagen, dass dieser Rucksack lang lebt, wenn man ihn sehr vorsichtig behandelt
und wenn man immer darauf schaut, dass er nicht überfüllt ist. Denn so wie jetzt, 2-Personen-Inhalt, muss ich ihn zuziehen, dann den Reißverschluss schließen. Der Reißverschluss wird dann natürlich auseinandergezogen und geht damit irgendwann kaputt. Ich würde mir wünschen, dass der Petzl Cliff einen Nachfolger bekommt. Einen Petzl Cliff 2 vielleicht oder sowas in die Richtung, bei dem vielleicht mit 40 Liter ein bisschen mehr hineinpasst und dieses Reißverschlusssystem überdacht wird. Entweder mit einem großen, robusten Reißverschluss, so wie in North Face bei den Travel Bags einsetzt, oder man lässt den Reißverschluss gleich weg und überlegt sich eine andere Möglichkeit. Die Reißverschlüsse sind schlecht verbaut. Dieses Flügelsystem funktioniert nicht ganz so, wie man sich das wünscht, denn wie weit muss ich das denn einstellen? Wenn ich die harten Sachen ganz oben hineinpacke, wenn das Seil ganz unten ist, dann drückt mir die Flasche oder die Schuhe in den Rücken und das ist unangenehm. Das sind Kinderkrankheiten dieses Hybridsystems, die wahrscheinlich in der nächsten Generation überarbeitet sind. Hoffentlich, denn der Petzl Cliff wird wahrscheinlich mit seinem Nachfolger entscheiden, ob es diese Art von Hybrid weitergeben kann oder nicht. Denn noch einmal so einen Rucksack mit so vielen Kinderkrankheiten, das wird Petzl dann wahrscheinlich nicht verziehen werden von den treuen Kletterkunden. Habt ihr einen Kletterrucksack? Habt ihr einen Seilsack? Wie geht ihr in die Halle? Habt ihr vielleicht sogar den Petzl Cliff? Und falls ja, seid ihr zufrieden damit? Schreibt das bitte in die Kommentare. Ich freue mich über eine rege, kontroverse Diskussion darüber. Falls dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Inhalte mehr zu verpassen. Wenn dir jetzt noch langweilig ist, schau auf meinem Kanal vorbei. Da findest du noch ganz viele andere Videos zum Thema Bergsport. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Bergheil!